Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprüngspritzer. Ronny ist hier am Start und yo, Mates, eigentlich wollte ich das Video jetzt anfangen, weil es hier ziemlich oft relativ früh gecrashed ist. Und jetzt geht's auf mal 14. Ja, moin, wir haben hier ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viele Messer, ich zähle gleich mal nach. Komm, da gehen wir jetzt aber auf jeden Fall einfach mal rein. Und solange wir zählen, gehe ich nicht raus und sobald ich fertig bin, gehen wir raus. 1, 2, 3, 4, ja, moin, 5. 6, 7, 8, 9. 9 Messer, also knapp 10. Hier habe ich mir aussehen eine 5-7 Hyper Beast rausgeholt. Aber knapp 10 Messer, die wir hier upgraden werden. Und ich hoffe auch, dass heute was wirklich Leckeres rauskommt. Wir lassen es auf jeden Fall ordentlich krachen und probieren hier auf mal 5 zu gehen. Wir können also über 10 Mal auf mal 5. Das werden wir auch machen. Dann gucken mal, was wir am Schluss noch übrig haben. Wir haben hier absolut leckere $800 aufgetankt bekommen. Und ja. Da können wir es natürlich auf jeden Fall mal krachen lassen, würde ich sagen. Ja, wenn es nur ein oder zweimal klappt, dann wären wir schon bei $1000. Das wäre auf jeden Fall schon mal absolut schmackotastisch. Nee, nicht $1000, aber dann wären wir schon wieder bei 900 oder so. Ich bin gespannt. Ich sollte ja unbedingt auch ein Auto-Cashout reinmachen. Oder ich sollte mir nachher einen Skin auswählen, den ich rausholen will. Auf 2,3 ist gecrashed. Ja komm, wir wollen hier die hohen Dinger. Ist natürlich absolut geisteskrank, ja. Ich habe mir natürlich vor dem Video schon das Ziel gesetzt, dass ich wirklich jedes mit jedem Messer auf mal 5 gehen werde. Deswegen bin ich mental schon darauf eingestellt, dass die immer $60 Pads abgehen. Aber es ist natürlich trotzdem absolut behindert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier halt einmal. Wenn wir hier einfach komplett hochgehen, ist das einfach absolut unsexy des Todes. Ich meine, wir haben jetzt bei 800 angefangen ungefähr und sind jetzt schon bei 580. Das Video geht gerade knappe 1,5 Minuten, also knackig ist was anderes auf jeden Fall. Oh, das sieht jetzt aber gut aus. Das sieht jetzt aber sehr gut aus. Das geht in die richtige Richtung. Hier, komm. Wir haben schon, komm, jetzt sind 3,5. Bitte, jetzt gleich auf 4. 4 haben wir auch schon, komm. Das ist jetzt mal 1x5, Alter. Was ist drin bei 1x5? Komm, jawohl, wir haben's. Oh, was? Boah, ich muss ja noch rausgehen. Oh, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich dachte, wir sind schon safe. Oh mein Gott, ich hätte noch länger drin bleiben können. Überlegt mal, ich hätte es jetzt erst gemerkt, Mates. Alter. Aber okay, wir haben auf jeden Fall schon eine Sache hier absolut geil am Start. Jetzt waren wir hier Autocatcher auf 5. Probieren es noch einmal. $380 Butterfly Knife ist natürlich beschweren. Kann man sich dann normalerweise eher weniger, bin ich der Meinung. Ja, da kann man sich beschweren. Wir suchen uns jetzt mal den Skin aus. Heilige Scheiße. Wir sind aber schon 20 im Plus bis jetzt. Ich bin echt gespannt. So, natürlich müssen wir eher in die Richtung gehen. Was wäre denn ungefähr mal 5? Wir wollen hier natürlich absolut leckere Sachen. Oh, das da, ihr wisst, ich habe es im letzten Video gesagt, das wäre auf jeden Fall ein Playknife, was ich super gerne spielen würde. Das wäre mal 8. Komm, dann packen wir hier noch ein bisschen von dem kleinen Zeug mit drauf. Vielleicht addiert das ein bisschen hoch. Aber ich glaube, das ist auch das Messer als Ziel. Das wäre einfach mal ein neues Playknife. Aber das noch mit dazu. So, komm jetzt. Nochmal geschmeidig mal 5. Das sind $123, mit denen wir hier gerade reingehen. Das ist einfach absolut geisteskrank. Aber das wäre wirklich das Messer. Es kostet auch um die $500, aber das würde super in mein Play-Inventory passen. Wenn wir das Messer kriegen, dann werde ich nachher auch nochmal mein Play-Inventory aufmachen, dass ihr seht, warum ich dieses Messer will und warum es gut dazu passen würde. Einfach mit dem neuen Style. Oh Gott, die sind schon wieder auf mal 3. Komm, bitte nur nochmal 1,6. Komm, bitte. Hier schreibt schon einer raus, Corny. Nein, wir gehen nicht raus. Wir gehen nicht raus. Wir holen's. Wir holen's. Wir holen's. Wir holen's. Und wir haben's. Jawoll. Jawoll. Wir haben's. Lecker, schmecker, schmecker, schmecker. Oh, feier, Alter. 1200 Tacken hier. Das ist natürlich absolut lecker. So, jetzt müssen wir gucken, gucken, was wir hier machen. Also, das Messer kann ich mir auf jeden Fall schon mal absolut gönnen, bin ich der Meinung hier. Diese Sachen, ah, ich weiß auch nicht, Alter. Will ich hier wirklich noch was riskieren? Das Video geht noch nicht lang genug, ha? Wir können es einfach mal, was könnten wir es noch probieren hier? Das wäre natürlich auch sehr lecker. Oh, das ist ja fast, oh, fuck, halt, halt, halt. Boah, ich hätte fast mein Messer, das ich schon hatte, rausgeballert. Hui, 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 hui. Okay, wir probieren es hier nochmal mit dem minimalen Gebrauchsspuren-Ding. Wir lassen es krachen. Das sind hier auf jeden Fall die drei Sachen. Wir haben hier noch mehr als genug übrig gleich. $190 auf mal. Hey, unnötig sowas einfach. Unnötig. Letzter Versuch, Freunde. Ansonsten haben wir hier trotzdem zwei absolut leckere Sachen, die wir uns rausfischen können. Wenn es jetzt noch was wird, Alter, dann hätten wir $1500. Ja, also,
Die letzten Bets waren jetzt ein bisschen behindert. Ich kann aber auch nicht mad sein, weil wir, ihr seht hier, was wir haben. Wir haben einfach fucking Please Try Again Later. Was? Please Try Again Later? Sind die jetzt nicht in Stock oder was? Ich will doch hier meine leckeren Sachen rausfischen. Please Try Again Later, Alter. Ich glaube, ich krieg einen Vogel. Oh, Please Try Again Later, Alter. Gibt's nicht. Muss ich mal abchecken, woran es liegt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mann, ey, ich will das auszahlen und euch noch zeigen, warum das lecker in mein Inventory passt. Aber hier schreiben sie auch, what's the problem with Deposite? Also, wahrscheinlich ist das halt auch das gleiche mit dem Withdrawn aktuell. Dass es halt einfach gerade nicht geht, weil irgendwie hier oben steht auch Steam Error. Mann, komm, es geht raus. Please try again later, ey, zu kotzen. Na gut, ich zeige euch trotzdem, warum ich unbedingt dieses Autotronic haben wollte. Wir hätten jetzt gerade noch mehr haben können, aber ja, ich kann nicht mehr sein. Wir haben hier $150 plus gemacht und so viele Kack-Items. Also in Anführungszeichen Kack-Items. Natürlich sind es auch leckere Sachen und das ist Geld, viel, viel Geld. Aber zu zwei absolut leckeren Sachen gemacht. Deswegen ist das schon okay. Ihr seht es hier, ich bin aktuell so ein bisschen getrimmt. Ich spiele nicht viel CS, aber ich will spielen. Und wenn ich spiele, dann auf jeden Fall mit leckeren Skins. Hier so ein bisschen alles auf neu getrimmt. Auch so rot-weiß-mäßig in der Art bin ich aktuell am Aufbauen. Hier auch die Hole mit Rot, die AWP auch so rot, orange, lila. Star Trek Dragonfire, absolut lecker. Hier die AK The Empress. Und ich finde, das beste Messer, was da halt einfach dazu passt, ist entweder ein Lore. Oder ein Autotronic, was wir jetzt haben. Ja, also das finde ich auf jeden Fall nice. Nächstes Video wird wahrscheinlich das Ziel sein, die Handschuhe abzucraden. Da so orangene Handschuhe da drin wären auf jeden Fall lecker. Könnt ihr auch mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. BTG jetzt. Please try again later zum Kotzen. Na gut, Mates, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare, was ich mir für Handschuhe holen soll, was ihr meint, da am besten dazu passt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen nochmal. Ich sag bis bald, haut rein. Tschüss.